Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Trine 2 mit LQ Buch LP und Björn zockt. Ich habe immer noch meinen Spaß mit den Kisten. Kennst du noch Kisten schieben, das Spiel? Von früher? Wenn du erläuterst genau, was das war? Da musste man irgendwie sich, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber man musste sich aus der Sicht von oben 2D irgendwie durch irgendwelche durch die Gegend schieben, irgendwas erreichen. Also so genau weiß ich das auch nicht mehr, was das genau gebracht hat. Nee, ich glaube, sagt mir jetzt nichts. Aber vielleicht war das auch einfach nicht so bekannt. Kann man, warte mal, ich will mal kurz den Hebel. Bewegt das vielleicht links diese Plattform mit hoch? Ich weiß es nicht. Das Ding, genau, wenn ich den Hebel umlege. Soll ich vielleicht das mal wegnehmen dafür? Ja, willst du dich mal da links oben raufstellen für den Fall, dass es das tatsächlich tut? Okay, probier mal. Nee, okay, damit hebe ich nur dieses irre Nest dort an. Wo, auf der rechten Seite? Ah, okay. Mhm. Den Hebel kann man das hier vielleicht... Mit dem Hammer zerstören? Vielleicht? Oh, warte. Oh, kann ich in der Luft nicht mit dem Hammer hauen? Nee, anscheinend nicht. Moment, dann stelle ich ein paar Kisten darauf, dann solltest du ja eigentlich rankommen. Ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen anders aus, das Rohr. Naja, noch einer okay. Vielleicht? Ja. Haben ja jetzt Warte genug ich. Zur Verfügung. Ja. Okay. Und spring. Oh. Oh. Geh aber kaputt, du Scheißding. Oh, nicht jetzt leckt's bei mir ganz schön gewaltig. Okay, aber ich das hilft. Bloß hier und da mal ein Bild, aber... So richtig gar nichts. Oh, ja, ich glaube, jetzt hast du dich gefangen. Kann das sein? Ja, jetzt geht's wieder. Deine Figur hat nämlich auch so gezuckt. Oh, ach so, hier geht's... Okay. Geht's hier weiter, hier hinten? Oh, das... Ich weiß nicht. Zumindest geht's hier noch hin. Und okay. Das da oben... Das kann man wahrscheinlich kaputt machen. Vielleicht kann... Kannst du das wieder anheben und kaputt machen? Ah. Oder pass mal auf, warte mal. Lass das mal da oben, lass mal nicht fallen. Okay. Versuch das mal da oben zu halten. Oh, scheiße, das war meine Schuld. Sowas Dummes. Oh, du kannst es aber nochmal hochheben, weil ich habe gedacht, dann kann ich mich nämlich mit ihr an das Ding hängen, weil an deine Kisten kann ich mich ja nicht hängen. Genau. Und vielleicht komme ich dann da ganz hoch. Kriegst es aber nicht noch höher, oder? Ja, weil es am Bildrand ist. Moment, ich baue hier einfach mal ein Türmchen hin. Okay, versuch, dass das Ding nicht kaputt geht. Durch meine kleinen, instabilen Kisten doch nicht. Nee, aber durch fallen lassen vielleicht. Ja, jetzt im Moment, vielleicht merkst du es wieder, ging es gerade nicht so gut. Okay, ich komme hier einfach mal mit rauf. So, und jetzt versuche ich mal, dass der Turm nicht umfällt. Nee, er hält. Oh, sehr gut. Oh, shit, warte. Moment, ich fass mal weiter unten nochmal an. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen nach rechts. Oh, sehr gut, das hat geklappt. Juhu. Mehr nichts? Okay. Mehr ist nicht da. Doch, nur eine Truhe noch. Und okay. Ich glaube, das war's. Okay, dann lass ich mal fallen. Ah, es geht anscheinend dadurch auch gar nicht kaputt. Das muss er wahrscheinlich eher machen. Ja, bestimmt. Yippie! Sehr gut. Ist immer schön, wenn wir tatsächlich mal alle Punkte kriegen. Genau. Hilft uns ja auch ein bisschen, erleichtert uns das Ganze. Wollen wir jetzt hier nochmal probieren mit dem Hammer? Ob das klappt? Können wir machen. Einfach, ich stelle hier einfach mal zwei Kisten hin. Warte, ich... Bogenschütze wieder. Nee, ich wollte ich eigentlich gar nicht. Ach, du warst das. Ich habe bloß hier und da mal Pfeile gesehen. Nee, das Rohr geht so nicht kaputt. Komisch, wie soll man denn da rankommen? Moment, ich komme auch nochmal hoch und guck mir das an. Oh, shit. Aber mach da nochmal eine Kiste rauf. Ich hatte das Gefühl, man konnte da höher. Als hätte ich da oben rüber gekonnt. Oh, ich muss dafür weg, ne? Okay. Ups. Jetzt kommst du nicht mehr rauf, oder? Sonst ja, warte, ich komm von der Seite sonst nochmal. Huch. Okay. Oh, shit.
Nee. Okay, das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich meine, ich könnte noch eine dritte Kiste raufbauen, wenn... Aber ob Nee. das was Das muss bringt? irgendwie anders gehen. Wir machen das irgendwie falsch. Also Oh. zumindest muss einer von uns... Oder warte mal. Okay, nee, geht nicht. Scheiße. Es hat ihn sofort umgehauen. Sofort. Ja. Oh. Ui. Was? Hä? Oh. Aber jetzt ist es irgendwie kaputt. Hätte man das vielleicht kaputt hauen können, eigentlich? Ich weiß nicht. Das ist ein verdammt großes Tor hier. Wir haben einen ganzen Tag in diesem Dreck verbracht. Klein ist es auf jeden Fall nicht. Okay. Moment, geht das vielleicht so leicht? Soll man das da anschließen vielleicht? Dann würde das Feuer nach unten gehen und vielleicht kommt da gleich was ganz Großes durch diese Tür, wo es ganz gut ist, wenn es einfach flambiert wird. Du meinst so in etwa, oder? Ja, also allerdings da links ran anschließen. Kommst Ach, du damit ach so, rüber? genau ran da. Ja. Wenn du das jetzt noch ein bisschen drehst oder so. Ja, Moment. Oh, das war die falsche Richtung. So. Na, jetzt ran hier. Beziehungsweise, komm. Oh ja. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn wir den Hebel umlegen, dass da was Dickes rauskommt. Und vielleicht haben wir es dann gleich gebraten. Okay, dann versuch. Okay. Das Tor öffnet sich. Warum stehe ich eigentlich vorne? Ich, der doch am wenigsten... Oder das war jetzt genau Quatsch, was wir gemacht haben. Und wir hätten das eigentlich... Ich krieg's aber auf jeden Fall wieder ab. Du sag mal, wenn du das Rohr abkriegst, ne? Ja. Dann kriegst du doch das links bestimmt auch ab, einfach, oder? Meinst du hier hinten? Ja. Wo wir vorhin nicht weiterkamen? Ja, hier. Nee, du bist zu weit. Oh, das zu weit war hier schon. Oben. Da hinten war es irgendwo. Huch. Ja, tatsächlich. Okay. Dann hätten wir das auch gelöst. Oh. Kommst du da alleine hoch? Ja. Ja, ich glaube ja. Gut, dann gehe ich schon mal eine Runde weiter. Manchmal muss man irgendwie simpler denken, ne? Aber irgendwie... Ja, manchmal muss man kompliziert denken, manchmal simpel. Ich weiß es doch nicht. Was ist jetzt, wenn wir es so machen und das hier auch noch mit dran bauen? Funktioniert das? Oh. Hm? Oh, Vorsicht heißt... Was machst du da? Reitest du? Nee, aber ich glaube... bei mir stehst du jetzt gerade direkt unter den Flammen. Also irgendwas spackt gerade ab. Ah, bei dir? Bei mir bewegt sich alles ganz normal. Okay, jetzt geht es wieder. Ich glaube, ich war schon zu weit, deswegen hat das vielleicht gesponnen. Okay. Weißt du, was ich gerade mir vorstellen kann, was wir eigentlich hätten damit machen müssen? Na? Dieses Bienennest, was aus irgendwelchen Gründen jetzt eh kaputt ist, hätten wir wahrscheinlich, wenn du das Teil hier andersrum eingesetzt hättest, verbrennen können. Vielleicht. So sieht's auch schön aus. Absolut, aber es nützt uns nichts. Wie konnte man den Hebel denn betätigen? E gedrückt halten. Aber ich glaube, der lässt sich nicht wieder umlegen, weil das war, glaube ich, schon die richtige Richtung sozusagen. Ach nee, das Tor ist ja offen, ne? Ja, ich kann den anderen nochmal bedienen und gucken, was passiert. Nee, passiert auch nichts mehr. Huch! Hallo? Ach, eine Sequenz. Die Blume hat gesprochen. Quatsch, Blumen sprechen nicht. Könnt ihr mir bitte helfen? Natürlich, Frau Blume. Find meine Schwester auf der anderen Seite von diesem Sumpf. Ich... Suchen wir nach einer anderen Blume? Okay. Keine Sorge, Frau Blume. Gehen wir. Die ist gestorben. Voll das tragische Ende. Die Helden hatten sich in einem magischen Wald wiedergefunden. Pontius war ziemlich von einer damenhaften Blume eingenommen worden, der sie begegnet waren. Amadeus dachte, die Sache mit der Blume wäre so eine Art zauberhafter Ult gewesen. Soja dachte weder das eine noch das andere über die Blume. Warten wir einmal ab, grübelte sie. Okay. Da müssen wir jetzt eine Blume finden. Sieht ganz so aus. Wir suchen ihre Schwester. Klingt nach Spannung. Ich meine, man muss ja nicht immer irgendwelche Leute töten, ganze
ganze Völker auslöschen oder so. Ja. Manchmal reicht es ja einfach, eine Blume zu finden. Bleibt besser weg von ihr. Okay, da unten dürfen wir offensichtlich nicht reinfallen. Und das klappt um. Aber hier waren auch noch Punkte, davon mal ab. Moment, was ist, wenn ich hier eine Kiste reinhau? Die würde uns ja zumindest ein bisschen Schutz geben, wenn ich die einfach mal hier unter die Viecher stelle, falls wir da runterfallen. Stimmt. Falls das umklappt, dann hat man vielleicht eine bessere Überlebenschance. Also wir sollten da auch einzeln rübergehen, glaube ich. Das ist vielleicht besser. Ja. Du als Erstes oder ich? Ist egal. Ich kann ja mal vorgehen. Na dann los. Wow. Na, das hat doch gut geklappt. Du musst aufpassen, dass du das richtig timest mit diesem Ding, was da jetzt runterspuckt. Oh stimmt, du kannst das ja auch so einfach. Ja, sehr gut. War zwar eigentlich nicht so geplant, bin wieder beim ersten runtergefallen, wie immer, aber okay. Oh, ist doch wunderbar. Ey, warte mal. Oh. Ich wollte gerade sagen, da können wir irgendwie hoch. Stattdessen kommt der Typ da runter. Aber ist da auch noch irgendwas? Ja, ich glaube schon. Oh ja, da sind noch Punkte. Also ich kann dir hier 5 Kisten hinbauen, wenn du möchtest. Oh wow, ich hab's mal so geschafft. Okay, ich baue hier was Schönes. Geht es hier tatsächlich weiter? Oder geht es unten rechts weiter? Nee, ich glaube, es geht eigentlich woanders weiter, oder? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Wenn ich noch eine Kiste mehr hätte, kann ich eine Pyramide bauen. Ich habe mich leider umgebracht da oben. Ich baue eine Pyramide. Ich weiß nicht, ob dich das rettet, aber... Nee, ich habe... Eine Kiste fehlt mir. Mal gerade gucken, kann man die damit abblocken? Oh ja, Tatsache, es geht. Okay, warte. Oh shit, ich hab's vermasselt. Oh nein. Sag nicht, ich... Du bist der Letzte jetzt, ja. Okay, ich baue meine Pyramide zu Ende. Aber ich weiß auch nicht, ob... Das war's für heute. Ich baue hier noch ein bisschen rum. Oh Gott, was soll ich denn da oben ausrichten? Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich bin mit 2 Figuren schon mal nicht da durchgekommen. Oh, pass auf, da oben hängt irgendwas ziemlich Spitzes. Siehst du das? Ja, diese Stacheln. Ja. Ja, das könnte irgendwie funktionieren. Ich weiß nicht, ob das runterfällt, aber du müsstest... Ja, sieht gut aus. Kann ich hier rechts weiter? Ich sehe das gerade gar nicht, ob das... Doch, das ist fester Boden, oder? Ja. Oh. So mehr oder weniger fest. Hui, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oh, Achtung, Bogenschützen. Moment, dich nehme ich. Du... Autsch. Geh weg. Weg mit dir. Hinter die Kiste. bist du bereit? Ja. Kann ich dich hier reinschubsen vielleicht? Ja, okay. Oh, Tatsache. Hat nur den Nachteil, dass der Punkt jetzt da unten liegt. Ah, geben die Punkte. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja. Moment, ich bringe ihn dir. Oh, nee, ich habe ihn... Doch, das macht nichts. Die Gegnerpunkte sind, glaube ich, die zu einem hinschweben. Ah, okay. Zumindest ist der eine eben zu mir hingeschwebt. Oh, ich habe ganz zufällig einen Gegner getroffen. Ich habe den gar nicht gesehen, dass der da ist. Ah, jetzt ist... Okay. Ah, jetzt habe ich genug Kisten für eine Pyramide. Jetzt habe ich genug. Oh. Huch. Oh, sorry. Ach, die Dinger klappen um. Okay. Oh. Okay, da oben wäre was Cooles noch gewesen. Ach so, willst du das hier rüber bauen? Auch sehr gut. Ich weiß es nicht. Ich wollte bloß schon immer mal eine Pyramide aus Kisten bauen, die ich selbst beschworen habe und die teilweise hier rumliegen. Das war mein größter Traum. Oh, geschafft. Da oben noch weiter. Na, zumindest ist hier nochmal eine Truhe. Das dunkle Moor. Oh, und ich glaube, man kommt hier wieder dahin zurück, wo du angefangen hast, sozusagen, wo du durchgerutscht bist. Okay, vielleicht können wir da auch mal zurückgehen. Da waren ja noch einige Punkte. Echt? Ja, na, glaube ich doch. Du warst doch oben lang irgendwo, oder? Ach so, ja, genau. Aber ich weiß nicht, wie wir das, ob wir das tatsächlich schaffen. Oh. Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, was da oben war. Ist die Frage, wollen wir zurück oder wollen wir weiter? Keine Ahnung. Oh. Oh.
Das ist nicht so... Rechts oben ist ja auch nochmal was. Vielleicht kannst du mal hier so über dieses Ding, was immer umklappt, eine Kiste halten sozusagen oder stellen. Ja, hier? Genau da. So ein bisschen höher halten. Einfach. Ja, noch ein bisschen, wenn du kannst. Okay, bleib mal so. So ist Maximum. Hat auch gereicht. Okay. Juhu. Ja. Ich meine, sonst überlegen wir uns das gerade mal kurz, wo lang wir gehen und machen hier einmal Part Ende, oder? Kisten. Können wir machen. Ich habe nämlich den Timer vergessen zu stellen, habe ihn zwischendurch so auf 8 Minuten nochmal gehauen, aber ein Glück hast du auch mitgedacht. Ja, ausnahmsweise. Naja, ich glaube, ausnahmsweise ist eher, wenn ich den Timer mal stelle. Gut, ich bin zumindest hier oben schon mal, das ist sehr gut, falls wir uns entscheiden, nach links zu gehen. Sehr gut. Ja. Oh, Levelanstieg sehe ich gerade, aber das können wir ja beim nächsten Mal machen dann. Genau, super. Gut, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich, bis dann. Ja, tschüss. Tschüss.